Hallo meine lieben Fische und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute schauen wir uns die Karten an für den Monat Juni. Und zwar schauen wir uns an, was ist dein Hauptthema im Juni? Was kommt auf dich zu? Auf was musst du Acht geben? Was ist der Rat der Karten? Und vor allem, was ist dir nicht bewusst im Juni? Was ist in deinem blinden Fleck? Was ist dir nicht klar im Juni? Liebe Fische, bitte beachte, das ist nur eine allgemeine Legung. Das heißt, das kann nicht für alle passen und das ist auch völlig in Ordnung. Nimm wirklich nur das, was passt und den Rest lässt du sein. So, liebe Fische, fangen wir doch mal an. Hauptthema Juni, bitte. Hauptthema, ja. Drei der Schwerter. Ja, ein bisschen melancholische, nostalgische Energie nehme ich wahr. Ich denke, für viele betrifft das auch die Vergangenheit, Herzschmerz, eine Schwere im Herzen, Blockaden, Ängste. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr im Juni nochmals mit dem konfrontiert werdet. Also wenn euer Herzchakra blockiert ist, werdet ihr das im Juni extrem spüren, eine Last. Kann auch sein, dass sich vielleicht viele erst vor kurzem von jemandem gelöst haben. Vielleicht auch einfach energetisch. Oder dabei seid, dies zu lösen. Diese energetischen Verbindungen. Oder einige von euch haben sich vielleicht auch erst gerade vor kurzem getrennt. Bei anderen ist es vielleicht arbeitstechnisch, dass ihr vielleicht plötzlich merkt, dass euch die Arbeit extrem belastet. Fehlende Wertschätzung nehme ich wahr. Und dass ihr vielleicht das Arbeitsverhältnis aufgelöst habt oder ihr habt erkannt, dass es nicht so weitergehen kann, dass sich etwas ändern muss. Und das liegt extrem schwer hier in eurem Herzen, liebe Fische. Ja, aber Königin der Kelche? Ich denke, auch eure Intuition ist extrem stark und vielleicht habt ihr auch viele Sachen verdrängt oder euch schön geredet. Und jetzt kommt das alles hoch. Ihr spürt es, was ihr eigentlich möchtet. Und wenn man halt auch spürt, was man will, spürt man auch halt gerne, was man eben nicht will. Auch die verletzlichen Sachen. Das gehört halt immer zusammen. Die schönen und die nicht schönen Dinge nehme ich jetzt ganz stark wahr. Also wirklich eine Last, die auf eurem Herzen liegt hier. Thema Juni. Aber schauen wir noch mit den kleinen Karten das genauer rein. Fische, Juni bitte, warum leider Schwerter? Ja, eine Nachricht kommt. Ja, ich denke, es geht wirklich auch um Loslassen oder um eine Nachricht. Könnte ein Feuerzeichen sein, muss aber nicht. Löwe sehe ich hier. Um eine Nachricht, die extrem viel auch Kraft braucht, aber doch noch Sanftmut, also nicht Aggressivität, nehme ich wahr. Und diese Nachricht wird euch nochmals etwas belasten. Ich habe auch das Gefühl, nehme ich ganz stark wahr, dass einige von euch, dass nicht unbedingt die Nachricht selber euch belastet, sondern dass diese Nachricht irgendetwas triggert in euch, etwas hervorholt, schlechte Erfahrungen. Und dass es wieder euer Herz zusammenzieht. Nämlich ganz stark wahr. Also es muss nicht unbedingt heißen, dass die Nachricht selber schlecht ist, sondern dass dadurch eine alte Erinnerung hervorgerufen wird. Ja, liebe Fische, ein bisschen schwere Energie, aber sie fühlt sich bei vielen mehr nach Vergangenheit an, dass etwas Altes wieder hochkommt. Aber schauen wir doch weiter. Was kommt sonst noch auf euch zu im Juni? Ich denke, es geht auch wirklich auch um loszulassen. Vielleicht möchten einige von euch auch jemanden einen Brief schreiben, um den Frust loszulassen. Eine Nachricht, dass ihr es seid, die eine Nachricht überbringt. Könnte auch sein, dass es eine Kündigung ist, muss aber nicht. Gespräche nehme ich auch wahr. Und dass es einfach auf eurem Herzen, also es wirklich belastend ist. Schauen wir mal. Weiter, was kommt auf euch zu, liebe Fische? Juni? Oh, ja.
haben wir hier? Der Eremit. Schauen wir weiter, was kommt auf euch zu? Ja. Ritter der Stäbe. Ja, jemand kommt dann schnell. Ast der Stäbe. Mm. Interessant, interessant. Etwas Neues kommt, ganz sicher. Aber ihr überlegt zuerst, was haben wir unter dem Deck? Ritter der Münzen. Ja, liebe Fische, es kann sein, dass jemand auf euch zukommt mit Erdenergie, muss aber nicht, aber diese Person kommt langsam. Kommt langsam, mit einem, könnte sein mit einem Angebot, entweder in der Liebe oder im beruflichen Bereich. Ich nehme auch ganz fest, aber wahr, dass viele von euch selbst diese Position einnehmen, Ritter der Münzen. Das heißt, dass ihr selber genau hinseht, was ist wertvoll, was ist gut für mich, was bringt mir die Stabilität für mich selber, nehme ich ganz stark auch wahr. Schauen wir mal hier, der Eremit. Könnte sein, dass ihr es mit einem, jemandem zu tun habt, der Sternzeichen Jungfrau ist, muss aber nicht. Ich nehme wahr, dass ihr wirklich euch auch auf eine Seelenreise begibt, weil ich denke, das Herz hier, dieser Druck, ihr wisst, so kann es nicht mehr weitergehen. Ihr möchtet das lösen. Und auch wenn ihr euch erst gerade noch von einer Person vielleicht getrennt habt oder auch energetisch, es kann ja auch sein, dass man vielleicht schon seit Jahren auseinander ist, aber dass diese Person immer noch in eurer Energie ist und ihr das eben jetzt lösen wollt, weil das kommt wieder hoch. Irgendetwas triggert, dass das wieder hochkommt, dieser Frust, dieser Schmerz. Kann auch eben bei der Arbeit sein, nimm so, wie es passt. Fehlende Wertschätzung, keine Anerkennung, dass du das vielleicht schon vorher hattest bei einem Arbeitgeber und jetzt wieder hast du das Gefühl, es wiederholt sich wieder. Vielleicht bekommst du auch nicht die Gehaltserhöhung, die du dir vielleicht vorgestellt hast. Auf jeden Fall gehst du wirklich auf deine eigene Seelenreise, du überlegst. Du gehst tief in dich hinein und ich sehe auch ganz fest, Thema Juni dreht sich wirklich alles ein bisschen um Gefühle, um Herzschmerz, um das auch zu heilen und zu überwinden. Du gehst wirklich hinein und überlegst, ganz fest, schauen wir mal genauer hinein. Warum? Ja, wegen Herzschmerz, ja, schon wieder. Drei der Schwerter, Liebeskummer. Irgendetwas ist nicht so, wie du es möchtest. Etwas hat dich enttäuscht, fiel auseinander. Kann mit einer Jungfrau sein, muss aber nicht. Ja, eine Verbindung, die du hattest, ist nicht mehr da. Trennung. Kann auch sein, dass das erst vor kurzem passiert ist. Trennung oder du weißt, dass die Trennung bevorsteht. Aber diese Verbindung mit jemandem, irgendeine Verbindung, Vertrag, tut dir richtig weh im Herzen. Du überlegst richtig, du gehst in. Wahrscheinlich überlegst du auch, warum, wieso, versuchst du einen Grund zu suchen oder versuchst das wirklich auch zu überwinden, nämlich ganz stark wahr. Aber hier mit Ass der Stäbe kommt eine neue Chance. Könnte ein Feuerzeichen sein. Hier erblühst du wieder. Ich glaube, wenn du das wirklich hinter dir lässt, ein bisschen dir Zeit lässt, das zu überwinden, kommt hier etwas, was erblüht. Schauen wir mal. Ja. Oh, eine Nachricht. Schon wieder. Ja. Aber neun der Stäbe, du bist schon noch vorsichtig. Also du vertraust nicht jedem, ganz klar. Du möchtest den Ballast loswerden. Und ich habe das Gefühl, du bekommst hier eine Nachricht. Entweder von jemand Neuem, jemand mit einer jugendhaften Energie, spielerisch nehme ich wahr, abenteuerlich, könnte auch beruflich etwas Neues sein, ein junges Unternehmen, eine neue Anstellung, etwas, was du noch nie gemacht hast. Und ich nehme auch ganz stark wahr, dass du bereit bist, den Ballast anzunehmen und ihn abzuwerfen. Du willst ihn abwerfen.
Also im Juni, dich erwartet eine Nachricht. Also entweder von einer neuen Person, Anstellung. Ja, bestehende habe ich jetzt weniger das Gefühl momentan. Eher etwas Neues, Frisches, was dich erblühen lässt. Ja, vielleicht könnte diese Person etwas jünger sein als du. Muss aber nicht. Oder sicher eine jüngere Seele als du. Also jemand, der noch nicht so lange, noch nicht so viele Leben durchlebt hat, habe ich das Gefühl. Weil du bist extrem im Tatendrang. Du blühst auf, habe ich das Gefühl. Du fühlst dich wieder jung, wieder schön. Etwas kommt hier. Eine Nachricht. Etwas kommt auch in Gang. Vielleicht erlebst du auch deine Kreativität, weil Aster Stäbe ist auch für Kreativität. Und hier Ritter der Stäbe. Heiß, feurig. Also hier extrem leidenschaftliche Energie. Also ich weiß nicht, was du da machst, aber das, was hier ein bisschen Trübsal war, gehst du hier in eine extreme Leidenschaft hinein. Kann auch sein, dass du jemanden triffst und fühlt sich aber eher, nach Ablenkung an. Also es kann sein, dass jemand kommt und dass diese Person dir richtig gut tut, um mal sich wieder jung und attraktiv begehrt zu fühlen. Ja, Begehren, ich spüre extremes Begehren hier. Und auch körperliche Anziehung, extrem. Jemand kommt, aber diese Person ist wahrscheinlich mehr auf Spaß aus, aber ich habe das Gefühl, du wahrscheinlich auch, und es ist okay für den Moment. Aber schauen wir mal. Ja. Ja, du verfolgst aber doch noch deine Wunscherfüllung. Du willst zu dir schauen mit neunter Kelche, ganz klar. Du willst nicht einfach das Zepter jemandem überlassen. Kann aber doch noch Vergangenheitsperson sein. Ja, könnte eventuell sein. Muss aber nicht, kann sein. Es kann wirklich sein, dass, ich bekomme gleich mehrere Sachen ein. Also wir haben hier sechster Kelche, 10. Schwerter, 7. Kelche und Königin der Schwerter. Also es könnte wirklich sein, natürlich nicht für alle, liebe Fische, dass nochmals die Vergangenheitsperson kommt und dir richtig Honig um den Mund schmiert und dass durch die Distanz auch eine sexuelle Anziehung entsteht, habe ich das Gefühl, nämlich ganz stark wahr, dass es extrem leidenschaftlich ist, schön, für sich, es gibt wie ein neuer Aufschwung, aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe stark das Gefühl, es ist eine Illusion, also pass auf, wenn es eine Vergangenheitsperson ist, dann deutet wirklich alles darauf hin, dass es nichts noch nichts Stabiles ist. Das ist einfach nur ein kleiner, so wie ein Feuer, das schnell erlischt wieder. Nämlich ganz stark wahr. Weil, ja, pass einfach auf, dass du dir keine Illusionen machst. Das andere ist, was ich auch wahrnehme, dass du dich mit mehreren Personen triffst. Kann sein mit einer Vergangenheitsperson, mit einer neuen. Oder was ich auch ganz stark wahrnehme hier, dass ihr das mit der Vergangenheitsperson komplett abschließt, weil ihr jetzt plötzlich seht, was euch eigentlich zusteht, was für Optionen ihr habt. Ihr müsst nicht einfach den Erstbesten nehmen, der kommt, sondern ihr dürft ein bisschen wählerisch sein und ihr merkt plötzlich, dass plötzlich die Menschen ein bisschen Schlange stehen um euch, weil ihr habt eine extreme Anziehung. Ich nehme aber auch wahr, mit Königin der Schwerter habe ich stark das Gefühl, dass das wahrscheinlich ihr seid. Ihr seid aber doch noch eher mit dem Kopf dabei als mit dem Herzen. Also mit dem Körper seid ihr dabei, mit dem Kopf und nicht mit dem Herzen. Also diese Leidenschaft, die passiert, habe ich eher das Gefühl, als auf oberflächlicher Basis, nicht auf emotionaler. Aber ich habe auch stark das Gefühl, dass das ganz viele momentan vielleicht brauchen. Wird nicht für alle zutreffen natürlich. Aber hier kommt jemand, der euch extrem begehrt. Aber schauen wir weiter, was kommt sonst noch? Juni. Juni, Fische bitte. Was kommt sonst noch?
Drei der Münzen. Ja, vielleicht schon mehrere Personen. Da kommt der Ballast wieder. 10 der Stäbe. Ja. Ja. Was haben wir hier? 9 der Stäbe. Ja, ihr seid immer noch verletzt. Ihr habt immer noch Narben. Es ist am Verheilen, aber es ist noch nicht ganz geheilt. Ihr habt extrem Mühe mit Vertrauen, habe ich das Gefühl. Darum haltet ihr Menschen eher auf Abstand, habe ich ganz stark das Gefühl, nicht zu nahe. Aber hier mit 3 der Münzen habe ich wirklich das Gefühl, dass ihr hinausgeht, dass ihr feiern geht, dass ihr versucht, wirklich das Leben zu genießen. Das ist wirklich euer Fokus. Und andere haben hier eine Dreiecksbeziehung, entweder du oder dein Gegenüber. Also sicher nicht alle, aber jemand hier hat, trifft sich vielleicht mit mehreren. Schauen wir noch genauer. Ja. Ja, aber der Kreislauf schließt sich. Ein neuer Zyklus. Du hast die Chance, dass ein neuer Zyklus beginnt. Etwas wird vollendet. Du willst, ich habe schon das Gefühl, die meisten wollen eben das Leben genießen. Ich habe wirklich stark das Gefühl, im Juni möchtet ihr das loslassen. Ihr möchtet genießen, aber hier kommt wieder der Ballast. Ja, vielleicht müsst ihr euch auch entscheiden. Ihr müsst euch bei 3 der Münzen wahrscheinlich für einen Weg entscheiden. Kann auch sein, wirklich auch für mehrere Personen, falls ihr mehr als eine im Fokus habt. Vielleicht auch für eine Reise oder Ausland, nehme ich wahr, bei einigen von euch. Könnte sein, dass ihr vielleicht ein Angebot bekommt, vielleicht jobmäßig, und ihr für das etwas weiter ziehen müsst, also dass es weiter weg ist, umziehen müsst. Ihr seid im Zwiespalt. Hier geht es um eine Entscheidung. Ihr möchtet etwas feiern, ihr möchtet das Leben feiern, aber hier ist eine Entscheidung. Ihr müsst die Richtung ändern. Doch ihr wisst noch nicht ganz genau, welche Richtung. Soll ich rechts oder soll ich links? Kann natürlich auch euer Gegenüber sein. Also drehe immer wirklich, wie es passt. Auch jobmäßig wirklich Entscheidung. Vielleicht müsst ihr den Beruf wechseln oder ihr seid das am Überlegen, wirklich. Oder ihr möchtet mehr international arbeiten. Schauen wir mal hier 10 der Stäbe. 10 der Stäbe, ja. Die nehmen wir nicht. Schon wieder. 3 der Kelche, ja. Bube der Stäbe. Irgendjemand, habe ich das Gefühl, hat wie eine Dreiecksbeziehung oder mehrere Optionen. Das muss jetzt nicht unbedingt, müssen nicht unbedingt Menschen sein. Das können auch, natürlich auch Situationen sein, oder? Wie zum Beispiel Beruf, vielleicht auch Familie. Aber hier ist etwas Neues. Etwas Neues, aber was nicht stabil ist. Und ich glaube, das Neue, was eben nicht so stabil ist, aber sehr spannend, nehme ich wahr. Irgendetwas ist spannend. Und das belastet euch aber gleichzeitig, weil ihr wisst, es fehlt noch der Grundbaustein. Der Grundbaustein ist noch nicht richtig da, nehme ich wahr. Oder diese Person könnte ein Feuerzeichen sein. Ihr wisst, dass diese Person noch jemand anderes datet. Nicht nur euch, sondern noch jemand anderes. Und das belastet euch. Also wirklich, für jeden wird es etwas anderes sein. Wirklich nur das, was passt. Aber etwas belastet euch, was mit einer jungen, feurigen, leidenschaftlichen, aber vielleicht gleichzeitig etwas oberflächlich, nicht zuverlässiger Energie zu tun hat. Aber Königin der Kelche. Ihr kommt in eure Energie. Ihr spürt euch wieder. Ihr versucht euch wieder abzuholen hier. Wahrscheinlich das, was ihr hier schon begonnen habt, kommt hier wieder. Weil hier habt ihr alles ein bisschen verdrängt mit der Feuerenergie. So ein bisschen blindlings, habe ich das Gefühl. Bei vielen, natürlich nicht bei allen. Und ihr habt euch wie beschäftigt, abgelenkt. Nicht verarbeitet, plötzlich abgelenkt. Ja,
Liebe Fische, aber ich nehme ganz stark wahr, hier könnte jemand kommen, der ein Perfect Match wäre. Und du siehst es aber noch nicht ganz. Mit 4 der Kelche. Du bist skeptisch. Jedes Angebot, das du erhältst, schaust du ganz genau an. Dreifach, vierfach, fünffach, nehme ich wahr. Aber hier ist jemand. In deiner Energie, Königin der Kelche, König der Kelche. Perfect Match. Seelenverwandtschaft. Anziehung. Aber nicht auf oberflächlichere Ebene, sondern auf einer tiefe Ebene. Ich habe wirklich das Gefühl, hier sind mehrere im Spiel. Etwas Oberflächliches ist da, was vielleicht aber abenteuerlich ist, lustvoll, das dich vielleicht alles vergessen lässt, aber was nicht real ist. Und hier ist jemand, dort ist eine tiefe Verbindung, irgendetwas. Kann natürlich auch, wenn es mehr um Beruf geht, dass hier vielleicht du deine Berufung findest, was wirklich für dich ist, vielleicht ein Jobangebot und du bist dir nicht sicher. Ich sage immer, wenn 4 der Kelche kommt, auch eine kleine Ermahnung. Du darfst wählerisch sein, sage ich immer, aber nicht zu wählerisch, weil es könnte sein, dass dadurch eine mega gute Situation oder Person an dir vorbeizieht. Also versuch wirklich in dich hineinzuhören, liebe Fische, weil hier ist etwas, was extrem zuverlässig ist. Du musst es nur aussortieren können, was ist oberflächlich, was ist zuverlässig. Ich denke, das ist wahrscheinlich das Schwierige. Darum bist du mit 4 der Kelche alles genau am Analysieren. Aber schauen wir mal weiter. Was ist das Endresultat? Juni? Outcome? Juni? Huch. Ja, schon wieder 4 der Kelche. Du weißt nicht, was du willst, was gut ist, was schlecht ist. Du kannst dich wie nicht entscheiden. Es ist nicht möglich für dich. Du hast extreme Mühe. Ja, 9 der Schwerter. Alte Ängste. Ich denke, du bist, Blockaden kommen wieder. Wahrscheinlich durch dieses feurige, oberflächliche wird es wieder hervorgerufen. Oh, zu viel. Schauen wir mal. Ja, aber du hast Glück, liebe Fische. Das Glück ist auf deiner Seite. Es ist gar nicht so dunkel, wie du denkst, habe ich das Gefühl. Ich habe wirklich das Gefühl, es kommt die Sonne, aber du bist noch zu fest in den Wolken, dass du es nicht siehst. Du hast Glück, nämlich ganz stark wahr. Juni könntest du extrem Glück haben. Du musst es aber sehen können. Es nützt nichts, wenn du Glück hast und du realisierst es nicht. Ja, du hast viel Sanftmut, Stärke, du kannst alles zähmen. Du kannst jeden bändigen, jede Situation. Schauen wir mal genauer rein. 4 der Kelche, was wir schon hatten. Alles dreifach, zehnfach anschauen, unsicher, sich nicht entscheiden können. Du hast auch Mühe zu unterscheiden, was ist gut, was ist nicht gut, habe ich das Gefühl. Und das ist schade, weil wenn du in dieser Situation bist, dann musst du extrem aufpassen, dass du nicht etwas an dir vorbeiziehen lässt, etwas Gutes. Schauen wir mal genauer rein. Ja, du willst eigentlich schon etwas aufbauen. Ich habe das Gefühl, es kommt jemand, mit dem du etwas Unglaubliches aufbauen kannst. Aber diese Person aus der oberflächlichen Masse zu erkennen, wird für dich extrem schwierig sein. Aber es ist jemand da oder es kommt noch jemand. Ganz klar. Hier spricht eine extreme gute Energie. Also extrem. Könnte sein, dass es eine ruhigere Person ist. Vielleicht von der Energie-Aura her etwas unscheinbar. Nicht laut. Vielleicht jemand, der nicht so viel redet, nehme ich wahr. Vielleicht auch mal jemand, der gerne auch zuhört und du reden kannst. Und mit dieser Person kannst du etwas Extremes aufbauen. Und sie kommt, aber du wirst sie wahrscheinlich nicht so sehen, weil du extrem blockiert bist, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal. Ja, du hast Angst vor Betrügereien, falschen Spielchen, wahrscheinlich von der Vergangenheit. Du bist extrem geprägt, du wurdest betrogen, belogen, wahrscheinlich
sogar beklaut, was auch immer. Und das nagt an dir. Du hast Angst, dass das wieder passiert, dass du das nicht unterscheiden kannst zwischen wer ist ehrlich und wer nicht. Ja, Blockaden. Du bist so blockiert, du hast das Gefühl, du bist in einer Sackgasse. Aber das Licht ist da. Und hat, es ist das Potenzial da, die Blockaden zu lösen. Es ist da, aber es ist nicht einfach, habe ich das Gefühl, liebe Fische. Es ist wirklich nicht einfach. Aber du kannst es lösen. Schauen wir mal weiter. Was ist der Rat der Karten? Ja, ist schon schade. Ganz schade. Ich denke... Schauen wir mal weiter. Nachher sage ich, was ich denke. Rat der Karten, Fische bitte. Ja. Liebe Fische. 9 der Münzen. Ganz wichtig. Behalte deine Stabilität, deine innere Mitte. Versuch wirklich, dass ein Wurzelchakra fest ist, im Gleichgewicht. Und auch, dass dein Herzchakra arbeitet, wirklich am Wurzelchakra und am Herzchakra, habe ich das Gefühl, diese zwei Dinge. Weil du brauchst ein Gleichgewicht. Weil sonst, wenn du das Gleichgewicht nicht hast, geht dein Herzchakra zu. Behalte deine Unabhängigkeit, ganz wichtig. Also wenn dich ein Mann oder eine Frau immer wieder die ganze Zeit einlädt und alles zahlt, bezahl du mal, behalte deine Unabhängigkeit. Ich weiß, Unabhängigkeit meine ich jetzt nicht nur im materiellen Sinn, sondern auch emotional. Behalte deinen Wert. Wenn jemand ihn nicht sieht, dann ist er selber schuld. Ganz einfach. Das ist der Rat der Karten. Schauen wir mal, was ist dir nicht bewusst? Dein blinder Fleck. Was habe ich gesagt, der Hierophant? Was dir nicht bewusst ist, du könntest in eine Beziehung kommen oder sogar heiraten und diese Person heiraten. Die ganz große Liebe, etwas Festes, jemand Loyales nämlich war, kommt oder ist schon in deiner Energie. Jemand ist hier, den du nicht wahrnimmst, dir ist nicht bewusst, dass diese Person kommt oder schon da ist. Etwas Langfristiges, etwas Richtiges. Etwas, was jemand, der zu dir auch steht, nämlich war, der dich wertschätzt. Also ganz schöne Energie. Nehmen wir noch ein, was ist dir nicht bewusst? Ja. Dir ist nicht bewusst, dass du dazu neigst, auch Toxisches anzuziehen und am toxischen Verhalten festzuhalten, wie Neid. Du machst einen Teufel an die Wand, siehst alles schlecht. Das ist dir, glaube ich, nicht bewusst. Versuch wirklich mehr positiv zu sein, positiv zu denken. Geh nicht davon aus, immer vom Schlimmsten aus. Geh auch mal vom Besten aus. Was könnte als allerbestes Szenario passieren? Und nicht immer das Schlimmste. Ganz wichtig, ich glaube, das ist dir nicht bewusst, dass du vielleicht zu sehr negativ bist. Und der Stern? Erstens, heile, nicht verdrängen, ganz, ganz wichtig. Ich weiß, die Fische verdrängen gerne. Heilen und du darfst mal in den Mittelpunkt stehen. Du musst nicht immer dein Gegenüber auf ein Podest heben, du darfst auch selber mal auf dem Podest stehen. Ganz wichtig. Und ich habe auch das Gefühl, was dir nicht bewusst ist, ist nicht nur, dass du auch im Mittelpunkt gerne sein darfst und dass dich auch jemand so ansieht. Jemand findet dich extrem, empfindet, dass du eine extrem heilende Energie hast, eine schöne Energie. Diese Person schaut dich wirklich als einen Stern an. Habe ich ganz stark das Gefühl und dir ist das nicht bewusst. Also ganz wichtig, liebe Fische, unbedingt schauen, dass du, ich habe das Gefühl, wenn du in etwas Oberflächliches gehst mit Spaß, dann musst du das wirklich zu 1000% wollen. Und das auch so akzeptieren. Und du darfst es nicht bereuen nachher. Nicht, schon wieder und diese Person hat das und das und das gemacht, weil dann, du bist ja selber schuld, du hast dich darauf eingelassen. Also ganz wichtig, jede Entscheidung, die du triffst, auch wenn sie doof war, im Nachhinein, egal, akzeptiere das, es ist okay. Jeder macht mal, trifft komische Entscheidungen, das ist auch gut, alles hat einen Grund. Also akzeptiere deine Entscheidungen, so wie du sie triffst und behalte deine innere Mitte, weil ich habe das Gefühl, nur dann kannst du
diese Situation hier überwinden. Aber schauen wir mal mit den Orakelkarten noch. Rat Fische. Juni. Dankbarkeit, ja. Dankbarkeit segnet dein Herz und macht das Leben kostbar. Also ganz wichtig, liebe Fische, nicht in Selbstmitleid verfallen. Wenn du irgendetwas sagst, was schlecht ist, sag gleich das Doppelte, was gut ist. Ganz wichtig. Auch für die kleinen Dinge dankbar sein. Kreative Kraft. Verbinde dich mit deiner Seele durch schöpferische Tätigkeiten. Ja, ich habe das Gefühl, einige von euch müssen etwas mit Pflanzen oder mit Töpferei machen. Vielleicht auch Malerei oder Musik, um in Ruhe zu kommen, um auf deine Seelenreise zu gehen, was dich sicher unterstützt. So, meine lieben Fische, ich hoffe, dir hat das Reading für den Monat Juni gefallen. Lass doch einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!